Ich habe mir gedacht, ich mache heute eine kurze Live-Session zum Thema Backspin. Backspin, wie entsteht er? Was ist er überhaupt? Wozu brauchen wir den? Wie werden wir noch wieder los? Backspin prinzipiell einmal ist die Phase, wenn ich den Ball treffe, dann hebt der Ball ab und er dreht sich quasi im Uhrzeigersinn, von meiner Sicht aus gesehen, schraubt er sich die Luft hinauf. Das ist ein Backspin. Und Backspin braucht man hauptsächlich aus zwei Gründen. Erstens einmal, damit der Ball überhaupt fliegt. Ein Ball ohne Backspin, der erzeugt durch die Dimples unten keinen wirklichen Unterdruck, dass der hinaufgedrückt wird. Und zweitens, ich brauche Backspin, damit der Ball wieder am Grün stehen bleiben kann. Das ist der Hauptgrund. Und vor allem beim kurzen Spiel ist der Backspin sehr, sehr wichtig, damit man nicht immer wieder von der anderen Seite chippen muss. Jetzt reden wir ganz kurz, wie Backspin entsteht. Und zwar jeder Schläger, und ich nehme jetzt einfach mal ein Robert her, jeder Schläger hat ja einen Loft. Okay? Und das ist der Loft, habe ich hier demonstriere ich hier mit so einem Lie-Angle-Tool. Seht ihr hier, wo das hinzeigt. Und der Loft kann viel sein, der Loft kann wenig sein und der Loft kann extrem viel sein. Ja? Diese Möglichkeiten gibt es. Ja? Aber es geht hier nicht um den Loft des Schlägers per se, sondern es geht hier um den sogenannten dynamischen Loft. Was heißt das? Dynamischer Loft bedeutet, wie ist der Loft tatsächlich in der Phase des Treffmoments. Und jetzt seht ihr hier, wenn das jetzt eine Horizontale hier ist, der Boden hier ist, dann seht ihr hier, dass der Strohhalm hier ca. 40 Grad hinauf zeigt. Ja? Das wär der dynamische Loft, obwohl das Loppage ja eigentlich 60 Grad hat. Das liegt daran, weil man ja im Treffmoment ja den Schläger normalerweise etwas nach vorne gibt, also etwas Vorwärtsstartneigung hat. Und das ergibt den dynamischen Loft. So, den brauchen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es einen sogenannten Eintreffwinkel. Also Eintreffwinkel bedeutet, wie ich zum Ball komme. Ob ich steil zum Ball komme, neutral oder sogar aufwärts. Was beim Sandwich vielleicht nicht die beste Idee ist. Bei so einem Loppage, wie gesagt, beim Pitchen trifft man normalerweise den Ball ca. 5 Grad in der Abwärtsbewegung. Das ist ja was ganz was Typisches. Und normalerweise trifft man auch ca. mit 40 Grad dynamischen Loft optimalerweise. Und ich sage ja, warum optimalerweise? Weil die 5 Grad von hier und die 40 Grad von hier ergeben in Summe 45 Grad. Das Ganze nennt man Spin Loft. Der Ausdruck, den kennt man ja von den Dopplerradar, von Trackman und andere Firmen. Und das heißt, Spin Loft bedeutet, wie ist der dynamische Loft und wie ist der Eintreffwinkel. So, und das sind jetzt hier 45 Grad in dem Fall. 5 Grad abwärts, 40 Grad Loft. Und diese Schere hier nennt man Spin Loft. Und theoretisch ist es so, je größer diese Schere ist, also zwischen dynamischem Loft und Eintreffwinkel, auf der Seite hier, je größer ist, desto mehr Backspin bekommt der Ball. Umso öfter umdreht er sich quasi um die eigene Achse pro Minute, häufiger. Das heißt, bei 45 Grad Spinloft wissen wir von der Firma Trackman, dass der Spin am optimalsten ist. Das heißt, wenn der Spinloft drüber geht, zum Beispiel Richtung 60 Grad Spinloft, sagen wir zum Beispiel, der kommt wirklich mit Eintreffwinkel 0 an und der dynamische Loft ist 60 Grad, dann wird der Ball zwar höher fliegen, aber der Backspin wäre weniger, gemessen weniger. Das heißt, nicht umso mehr Spinloft, desto mehr Backspin, sondern es gibt einen optimalen Spinloft. Der ist bei ca. 45 Grad. Deswegen beim Pitchen sieht man dann die Profis, dass sie eben normalerweise bei einem optimal gespinnten Schlag mit ca. 40 Grad dynamischen Loft daherkommt, plus minus, und ca. mit 5 Grad abwärts, dann haben sie 45 Grad Spinloft. Und das gibt den meisten
Backspin. Das ist die eine Sache und das ist wahrscheinlich der höchste, der hat den größten Einfluss auf den Backspin. Die zweite Sache, die wichtig ist für Backspin, ist Geschwindigkeit, also Schlägerkopfgeschwindigkeit. Jemand, der einen Ball schlägt mit geringer Geschwindigkeit, wird nicht so viel Rückwärtsstrahl erzeugen, als jemand, der den Ball mit viel Geschwindigkeit schlägt. Also Geschwindigkeit ist ein Riesenthema. Also wir haben Spinloft und Geschwindigkeit. Und die dritte Komponente, wie Backspin entsteht, ist hauptsächlich durch Reibung. Was heißt das? Wie lange klebt der Ball quasi im Treffmoment auf der Schlagfläche? So, und jetzt gibt es zwei Faktoren natürlich. Faktor Nummer 1, der Ball selber. Wenn Sie einen Premium-Ball spielt, wie zum Beispiel den Titleist Pro V1, nur als Beispiel, oder den Comsoft zum Beispiel bei Callaway, haben sehr weiche Schalen, der wird dann länger auf der Schlagfläche picken. Ja? Und durch das entsteht mehr Reibung, der Ball wird flacher starten, aber wird auch dafür mehr Rückwärtsstrahl haben. Okay, Nummer 1. Nummer 2, die Beschaffenheit des Wedges ist sehr wichtig für die Friktion, für die Reibung. Das heißt, wenn Sie ein ganz neues Lobwedge oder Sandwich habt, dann wird Sie merken, dass er wesentlich mehr Backspin erzeugt. Okay? Einfach weil die Oberfläche noch sauber ist, weil die Grooves noch sauber sind, weil alles perfekt ist. Übrigens hat es einmal geheißen, habe ich irgendwann mal gelesen, dass die Grooves gar nicht so wichtig sind für den Backspin. Und das habe ich mal, die Möglichkeit gehabt, einen Schläger zu testen, der ein Modell hatte ohne Grooves. Also es gibt Eisensets ohne Grooves. Und da habe ich tatsächlich gesehen, dass der Backspin also erheblich runtergegangen ist. Also erheblich, sogar so, dass er richtig abgestürzt ist, der Ball. Das heißt, der hat so wenig Backspin gehabt, dass der Ball sogar, man hat das Gefühl gehabt, der stürzt richtig ab, weil in der Luft nicht mehr, weil er sich nicht mehr in der Luft halten konnte. Das heißt, ich bin sehr wohl der Meinung, dass Grooves sehr wichtig sind. Und ich bin auch dafür, dass Grooves sauber sind. Und wenn du schon die Schläger nicht gerne putzt, so wie ich, dann schaust du zumindest, dass beim kurzen Spiel, da wo der Ball am Grün liegen bleiben soll, dass da zumindest saubere Wedges habt und vor allem frische Wedges. Meiner Meinung nach können Wedges 2 bis 3 Mal im Jahr ausgetauscht, wenn man Golf einigermaßen ernst nimmt und ernsthafte Ergebnisse haben will. Mit einem Sandwich oder Lobwedge oder Gapwedge oder was auch immer, das auch schon abgespielt ist, das heißt keine Grooves mehr hat, dass die Fläche nicht mehr rau ist hier, dann kriegt man deutlich weniger Backspin. Und nachdem er hier vorher gesagt habe, dass der Ball ja länger drauf biegt, ja, und da wird der Ball ja auch flacher starten, wenn Sie sich das vorstellen können. Wenn der nicht lang biegt, dann geht er viel höher, nimmt gleich geht mehr Richtung den dynamischen Loft hoch, dann ist da auch der Abflugwinkel viel zu hoch, viel zu wenig Spin, und das sind dann die Probleme, die dann viele haben, dass dann die Distanz nicht mehr kontrollieren können, vor allem beim Pitchen. Okay? Das heißt, Reibung durch Bälle, Reibung durch frische Schlägerköpfe, Reibung durch Grooves natürlich und auch ganz wichtig, Reibung durch Lage des Balles. Es ist ein Riesenunterschied, ob der Ball wirklich sauber liegt auf einem richtig niedergeschnittenen Fairway oder wenn das ein Fairway ist, das ein bisschen schon wächst und der Ball so ein bisschen so drinnen sitzt. Wenn er so drin sitzt, dann kann es euch passieren, eben, dass der trifft ein bisschen an Gras davor, zwischen Schlagfläche und Ball ist keine richtige Reibung und dadurch wird der Backspin erheblich, aber wirklich erheblich verringert. Und das sieht man dann wirklich auf Plätzen, dann oft, wenn man, sagen wir so, auf einem Platz spielt, der nicht so häufig geschnitten wird oder die Fairways nicht so extrem runtergeschnitten wird, da sieht man oft, dass man tatsächlich bei seinen Eisenschlägen oft wirklich um fast 1,5, ob manchmal 2 Eisen länger ist, als wenn man zum Beispiel wirklich auf einen Meisterschaftsplatz geht, keine Ahnung, zum Beispiel wie Golf Club Move, zum Beispiel, wenn Meisterschaften sind, da schneiden sie extrem runter, das ist für mich ganz tief geschnitten, da kriegt man einen sehr sauberen Kontakt und da merkt man, der Ball geht flacher weg und hat wesentlich mehr Spin, aber er fliegt auch nicht so weit. Der Michael Meyer fragt, wie oft sollte man den Eisensatz 4 bis Pitching Wedge tauschen? Danke für die Frage, Michael. Also ich würde sagen, das ist eine sehr individuelle Frage, aber
ich sage mal so, wenn ihr merkt, dass die Fläche nicht mehr wirklich greift oder, nie, oder schon richtig kleine Einbuchtungen sind, die Grooves nicht mehr wirklich da sind, ja, dann wäre es spätestens wahrscheinlich Zeit zum Tauschen. Meine Golfschläger sind ja relativ robust oder sehr robust, können viele, viele, viele Jahre halten. Aber wie gesagt, es gibt auch Schläger, es gibt auch Situationen, wo das dann einfach nicht mehr passt. Also wahrscheinlich jemand, der ziemlich viel Golf spielt, sollte wahrscheinlich alle 2 bis 3 Jahre die Eisensätze tauschen. Das ist mein Bauchgefühl gewesen. Danke für die Frage. Das heißt, wir haben gesagt, Backspin wird erzeugt von ein paar Faktoren. Nummer 1, den Spinloft. Der Spinloft war noch einmal zur Wiederholung der Unterschied zwischen dem sogenannten dynamischen Loft und dem Eintreffwinkel. Also diese Schere hier, die Schere hier zwischen Eintreffwinkel und dynamischen Loft. Wenn die bei 45 Grad ist, ist die am optimalsten. Ist die am optimalsten für den meisten Backspin. Wenn die Schere hier klein wird, also dass die fast kein Unterschied mehr ist zwischen dynamischem Loft und Eintreffwinkel, dann ist am wenigsten Backspin. Gibt es zu wenig Backspin? Ja, gibt es auch. Es kann sein, dass der Ball sogar abstürzt. Beim Driver zum Beispiel ist es ja gut, eher weniger Spin zu haben. Die guten Spieler reden immer davon, ich möchte weniger Spin haben. Das liegt daran, weil sie auch hohe Schlägerkopfgeschwindigkeiten haben. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass zum Beispiel ein guter Spieler mit, keine Ahnung, 110 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Treiber nur ca. ja, ich sage mal 2300, 2400, 2200 Spin haben möchte. RPMs, Revolutions per Minute, ja, also Umdrehungen pro Minute. Jedoch kann es sein, wenn man jemand ist, eher ein Anfänger oder jemand, der den Ball nicht so weit schlagen kann, sagen wir zum Beispiel jemand, der nur 90 Meilen pro Stunde Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, der braucht den Backspin, dass der in die Luft geht. Das heißt, der braucht vielleicht was um die 3.500 Spin. Die Doppler-Radegeräte, wie zum Beispiel der Trackman, den auch ich habe, der misst das übrigens auch aus. Also wenn ich im Unterricht bin, ich verfolge das immer automatisch, wenn jemand bei mir ist, schaue ich mir immer an, wenn die Treiber schlagen, ob der Spin, der Abflugwinkel, ob die alle Sachen, ob die passen. Das ist bei mir sowieso ganz normal. Und je nachdem kann man dann auch mit Material reagieren oder auch was umstellen. Heutzutage kann man ja bei den meisten Treiber was umstellen. Aber das heißt nicht nur automatisch, je weniger Spin, desto weiter, sondern es muss wirklich passen zu der Person. Okay? Das heißt, ihr werdet es eher sehen, wenn ihr jemandseits den Ball wahrscheinlich über 230, 240 Meter im Flug schlagt, dann sucht ihr sicherlich etwas, was mehr unter 2.500 Spin ist. Und wenn ihr jemandseits, der vielleicht den Ball nur 180 Meter schlagt, dann wird es vielleicht über 3.000 Spin brauchen. Und das können eben Doppler-Radargeräte wie der Trackman hervorragend messen. Okay? Das heißt, das zum Thema Spin mit dem Treiber. Dann haben wir gesagt, ist wichtig die Geschwindigkeit. Je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Backspin. Dann haben wir gesagt, die Reibung. Reibung Ball, Reibung Schlagfläche, Reibung, wie der Ball am Boden liegt. Das heißt, das kann man auch, natürlich muss man natürlich auch analysieren, wie liegt der Ball am Boden. Habe ich dazu erwarten, dass der Ball eher flach und spinnig rausgeht oder eher hoch und mit wenig Spin. Und du kennst dann vielleicht diese sogenannten Flyer. Das sind die berühmten Geschichten, die ich dann höre, wo dann einer sagt, bist du deppert, gestern habe ich ja 7 Eisen geschlagen, das war 180 Meter lang. Das war dann der, wo ein bisschen Gras zwischen Ball und Schläger ein bisschen Gras war. Und der ist dann hoch rausgegangen, wenig Spin, und die fliegen dann ewig meistens. Und das sind die, was man sich oft nicht wünscht in gewissen Situationen, vor allem wenn man aufs Grün spielt. Ja, und dann noch ein Punkt habe ich noch nicht erwähnt, aber ist auch ganz, ganz wichtig für Backspin, und das glaube ich, das wissen die wenigsten. Das ist sehr, sehr wichtig oder sehr, 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 sehr entscheidend, wo ich ihn auf der Schlagfläche treffe, okay? Das heißt, ich habe jetzt hier mein Lobwedge, das heißt, hier ist unten, hier ist oben, okay? Und vor allem, und auch in der Seite tut sich was, aber vor allem ist interessant, wenn mein Ball eher weiter unterhalb des sogenannten Center of Gravity, also man kann ja sagen, hier irgendwo ist der Schwerpunkt des Schlägers, und wenn man leicht unterhalb trifft, dann passiert Folgendes. Da kann man sich das so vorstellen, dass das Material quasi, der Schläger dann quasi so runtergebogen wird. Das Material wird dann quasi so runtergebogen, ja. Und durch dieses Runterbiegen kriegt der Ball mehr Rückwärtsstrahl. Das gleiche gilt, wenn ich ihn weiter oben treffe, dann biegt sich das Material quasi so hinauf. Der Schläger dreht sich quasi in die Position. Und der Ball bekommt dann keinen Topspin, aber er bekommt wesentlich weniger Backspin. Das heißt daher, häufig, und ich nehme kurz einen Treiber her, wenn ihr auf beim Treiber merkt, ja, dass ihr zum Beispiel hier häufig Kontakte habt, hier auf der
Unterseite hier, dann werden die Drives, die so flach weggehen und so mit viel Backspin steigen. Und ab und zu, vielleicht ist euch schon mal passiert, dass ihr einen Drive vielleicht nicht ganz perfekt da drauf habt in der Mitte, sondern vielleicht ganz leicht hier oberhalb der Mitte. Vielleicht nur oder so viel, ganz wenig. Dann biegt sich der Driver normalerweise zurück ein bisschen durch die Kollision und der Ball kommt dann mit weniger Backspin raus. Und das sind diese, das schaut dann aus wie diese Katze, die Katze, die auf einem Auto losspringt, dieses Wow. Ja, das sind diese Drives, die dann ewig fliegen und ewig rollen. Das heißt, theoretisch wäre mein Driver die heißeste Stelle nicht genau in der Mitte, sondern leicht oberhalb und sogar ein bisschen hin Richtung Spitze. Das wäre theoretisch der Ort, wo der Ball am weitesten fliegen könnte, von der Möglichkeit her. Okay? Das heißt, und auch beim kurzen Spiel nützen das die Pros oft aus, dass wenn sie den Ball ein bisschen weiter unten treffen, auf der Schlagfläche beim Pitchen, dass eben der Ball dadurch noch flacher startet und mehr Backspin hat. Deswegen habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr bei der Lions Open oder bei irgendeinem anderen Turnier zuschaut oder wenn ihr Golfprofis ab und zu beim Spielen zuschaut, dann seht ihr häufig, dass der Ball unglaublich flach weggeht, wo man sich denkt, um Gottes Willen, der hat den ja verstoppt und dann kommt er auf und da ratiert es ihn richtig zurück am Grün. Dort haben wir wieder gefragt, hat Ballposition oder Scharfstellung eine große Auswirkung auf Spin? Danke für die Frage, Otto. Sehr gute Frage. Ja, die Antwort ist natürlich, ja, im Prinzip hat es schon eine Auswirkung, weil wenn ich den Schaft nach vorne neige, ist der Loft weniger. Wenn ich die Ballposition verändere, ändert sich der Eintreffwinkel. Und je nachdem, wie die Kombination ist, habe ich dann mehr oder weniger Spin. Im ersten Moment, wenn ich zum Beispiel mich nur hinstelle, sagen wir beim Treiber möchte ich den Ball links haben und ich möchte weniger Loft haben, tue dann zum Beispiel den Schaft ein bisschen nach vorne, dann heißt es nur lange nicht, dass ich im Treffmoment so gewesen bin. Das heißt, es kann da passieren, dass du auf einmal dann im Treffmoment alles veränderst, trotzdem steil auf den Ball kommst und trotzdem Loft dazu gibst. Also das heißt nicht automatisch, bloß weil du das quasi im Setup gemacht hast, dass das dann auch passiert. Aber deswegen ist es dann gut, wenn man einen Dopplerradar hat wie den Trackman, kann man das dann eben schauen, welche Ballposition ist am besten für dich oder welche dynamische oder welche statische Schaftposition sogar ist für dich die optimalste. Je nachdem, was du erreichen willst. Danke für die Frage. Ich hoffe, das hat es beantwortet. Und beim Pitchen sieht man eben die Pros, dass sie häufig den Ball eben ein bisschen weiter unterhalb, vielleicht drei Groovebreiten, drei Grooves weiter oben, also von unten oben auf der unteren Seite hier treffen, also tief, würde ich damit sagen. Da bekommen sie einen flachen Winkel und mehr Backspin. Eine Sache muss ich noch mit euch reden. Ihr habt gesehen, ich sehe immer wieder, dass es ein Riesenunterschied ist, ob wenn ich jetzt, ich habe jetzt eine Schaftneigung hier, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, mit derselben Schaftneigung in den Ball zu kommen und ich gehe mit derselben Schaftneigung durch den Ball durch, hat man in der Regel weniger Backspin, als wenn man mit derselben Schaftneigung in den Ball reingeht und unten beginnt, der Schläger ein bisschen zu übernehmen. Das heißt, der Schläger übernimmt die Hände, überholt. Der James Rudyard hat bei den Shotgame Secrets das immer das Overtaking genannt. Das ist übrigens eine sehr gute DVD-Serie mit James Rudyard und John Graham. Wir sprechen da über das kurze Spiel und reden auch über diese Sachen hier sehr viel. Aber tatsächlich, es macht einen riesen Unterschied aus, ob ich im Treffmoment so ankomme und so weitergehe. Ihr seht also, dass die Hände vor dem Schlägerkopf sind. Oder ob ich die Hände hier quasi in den Ball reinkomme und dann hier überholt der Schlägerkopf die Hände. Das ist ein, da müsst ihr euch vorstellen, dass unten der Ball auf einmal richtig diese so eine kleine Watschen kriegt er und dann kriegt er wieder mit mehr Spin und geht wieder flacher weg. Das heißt Overtaking, das heißt, wenn ich jetzt nur einen kleinen Schwung mache, das ist Overtaking, hat der Ball deutlich mehr Spin. Wenn ihr hier das gesehen hättet, hättet ihr gesehen, dass der sofort da stehen geblieben ist. Hat er wesentlich mehr Spin, als wenn ich den so spiele. Das sieht man richtig, wie er ausrollt. Geht's ja nicht, aber ich sehe es. Michi Reiter, grüß dich Michi, kommentiert, worauf muss man im Bunker aufpassen, wenn man Spin haben will? Selbe Sache, Michi, es geht wieder um die sogenannte Watschen hier unten
und vor allem um Geschwindigkeit. Der Sand selber ist ja rau, es kommt also eine Reibung zwischen Schlägerblatt und Ball und dadurch bekommt der Ball auch von selber mehr Rückwärtsdrall. Übrigens ist es so, ich muss immer lachen, weil wie ich klein war, habe ich immer meinen damaligen Trainer, also wie ich wirklich klein war, ich war mal klein, das glaubt man keiner, aber wie ich mal wirklich klein war, habe ich meinen damaligen Trainer, das war ja dann damals der Franz Leimer damals noch in Bad Ischl, den habe ich immer gefragt damals, du Franz, wie kann ich denn einen Backspin schlagen? Und der hat gesagt, wie weit schlagst du das Siebeneisen? Da habe ich gesagt, also so 100 Meter damals. Ich sagte, wozu brauchst du einen Backspin? Also das ist ein kleiner klassischer Witz, der gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, beim Backspin braucht man eben, dass der Ball in der Luft bleibt und damit er am Grün stehen bleibt. Hauptsächlich. Aber jeder, genau, das ist, was ich sagen wollte, aber jeder Golfer hat Backspin. Das heißt, sobald ihr den Ball treffen könnt, dass der Ball in die Luft geht, hat er Backspin. Also es gibt keinen Ball, der wirklich mit Topspin fliegt. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Ja? Und jeder Golfer schlägt mit Backspin. Nur es geht um die Menge des Backspins. Und wenn man möchte, dass der Ball auf ein Grün aufkommt und super zurückspinnt, dann braucht er einen besonderen Abflugwinkel mit einer ganz bestimmten Position, wie der Schaft im Treffmoment ist, wie der Release ist, wie das Material ist, wie der Abflugwinkel ist und wie die Beschaffenheit am Grün ist und die Beschaffenheit des Balles am Boden ist. Also die müssen alle zusammenpassen. Dann kommt der Ball rein in einen bestimmten Winkel und dann kann er am meisten Backspin haben. Das ist eben bei Pitch ca. 40 Grad dynamische Loft und 5 Grad abwärts mit dem Eintreffwinkel. Ich muss aber auch eins dazu sagen, wenn der Eintreffwinkel 0 wäre, also nicht minus 5, sondern 0 wäre, und der dynamische Loft wäre nicht 40, sondern 45, dann wäre der Backspin derselbe. Okay, der Backspin wäre derselbe. Der wird nicht mehr, der wird gleich. Weil die Spin-Loft-Schere, könnt ihr euch erinnern, da vielleicht am Anfang da vorhin, diese zwischen Attack-Angle und dynamischen Loft, also die hier, diese Schere hier, die bleibt da genau gleich. Ja? Also wenn ich 5 Grad abwärts bin, 40 Grad dynamische Loft und ich ändere den Eintreffwinkel, lasse den Loft, dann ist der selbe Backspin. Okay? Nur der Abflugwinkel wird höher. Okay? Das heißt deswegen, also auch, das ist interessant deswegen, weil wenn ich jetzt steil auf den Ball schlage, und viele glauben, wenn ich steil auf den Ball schlage, habe ich mehr Backspin, dann kriege ich nicht automatisch mehr Backspin. Weil wenn der dynamische Loft runtergeht, ist die Spinloft-Schere dieselbe. Erst wenn ich das optimalisiert habe, also die 45 Grad Spinloft habe, dann habe ich den optimalen Backspin. Also das ist ein Mythos. Nein, je mehr ich runterschlage, desto mehr Spin, das stimmt nicht. Aber je sauberer ihr den Ball trifft, desto mehr Spin. Je weiter unten auf der Schlagfläche ihr ihn trifft, desto mehr Spin. Je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Spin. Und je optimaler die Spinloft-Schere, desto mehr Spin. Und das gleiche gilt auch, wenn ich weniger Spin habe, dann muss ich alles quasi umgekehrt machen. Beim Treibelgans ist der Spinloft häufig bei 110 Meilen, ja, ungefähr nur 10, 11 Grad. Das heißt, da schlagt man oft dann 3 Grad, 2 Grad, 3 Grad aufwärts zum Beispiel, nur das Beispiel, hat dann ungefähr 14 Grad dynamischen Loft, sowas in die Richtung. Dann ist die Spinloft-Schere klein, hat man wenig Spin. Okay? Dann haben ein paar Leute immer wieder zwischendurch kommentiert, ist es wichtig, saubere Rillen zu haben und saubere Bälle und saubere Schläger? Ja, es ist wichtig. Es ist wichtig für die Reibung. Okay? Haben wir schon besprochen. Dann verabschiede ich mich, bedanke mich für alle, die zugesehen haben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video nicht nur liked, sondern auch eventuell mit euren Freunden teilt. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr vielleicht ab und zu kommentiert, auch ob ihr irgendwelche Ideen habt, über die ich sprechen kann bei Live-Sessions. Ihr habt zwar einen ganzen Katalog selber, aber vielleicht ist es oft besser, wenn ihr vielleicht kommentiert und mir Ideen gebt, was ihr so gerne hören wollt. Okay? Also, bedanke ich mich jetzt herzlich fürs Zusehen. Hier war Christoph Bausig von Progressive Golf. Einfach besser Golf spielen und macht es gut. Tschüss, Baba.